So Leute, seit heute müsste das Ding im Markt sein und ich habe von meinem Local Game Store einmal ein komplettes Collectors Booster Display bekommen zum Aufmachen für euch, damit ihr sehen könnt, was dort drin ist, was die Values sind und so weiter und so fort. Danke dafür einmal an meinen Local Game Store. Wie immer, Ende des Videos steht alle Informationen. Ja, ich bin heiß. Ich hab Bock. Ich mach das Ding jetzt einfach auf. Ja, die Collectors Booster, wir wissen es alle, sind alle etwas teurer, sind aber auch vom Value her wesentlich krasser. Und dieses Mal mit diesem Ugin, das ist krass am Glitzern. Ja, ich hole die jetzt mal hier raus, leg die mal hier hin und würde sagen, wie immer, bei so etwas mehreren Boostern, größeren Openings und so weiter und so fort, werde ich einfach nur die Rares hinten durchgehen und werde vorne die Uncoms und Coms skippen. Mein Gott, auf die Token muss ich eingehen. There's a dog. All hounds are dogs. Ja. Was haben wir denn? Oh, was? Was? Okay, erstmal, was ich sehe, ist, die hat. Seht ihr diese Linie? Ja. Da sieht man die Linie. Ja, das ist schade, Wizards. Das kriegt ihr immer noch nicht hin. Das ist wirklich, wirklich schade. Naja, dann haben wir eine Kammen, zwei Kammen, drei Kammen, vier Kammen. Eine Ankamen, eine Ankamen. Und dann kommen... Ich mal hier runter. Ja, nicht Full Art, sondern Expedition Länder. In Foil. Finde ich jetzt nicht so geil, aber machbar. Ha? Ja, mal gucken, wie die anderen aussehen. Dann haben wir eine Full Art Primal Might für ein grünes und X. Eine Kreatur kriegt plus X plus Ende des Zuges und sie fightet eine Kreatur. Dann ein Shackle Geist. 2x2/2 fliegend, kann nur Kreaturen mit fliegend blocken. Und man kann zwei Spirits tappen, um eine Kreatur tappen, die man nicht kontrolliert. Das ist cool. Wahrscheinlich wird das nicht benutzt. Gerdak the Crone Scourge. 3x5/4 fliegend. Kann nicht angreifen, es sei denn, man kontrolliert 4 oder mehr Artefakte. Zu Beginn des Endsteps kreiert man einen Treasure Token, wenn eine Nicht-Token-Kreatur gestorben ist. Hä? Hey, das ist nicht mein Fall. Dann haben wir Liliana's Steward. Mit diesem komischen Ding-Frame. Oh Gott, Spoiler, Spoiler, oh mein Gott! Ugin the Spirit Dragon in Extension. Ah, heilige Kacke. Geil. Diese 8 hier oben sieht super, super weird aus. Ja, ich muss Ugin nicht vorlesen. Ihr seht es A selber und B, jeder kennt, sollte Ugin kennen. Wenn nicht, googelt es jetzt. Und ein Basi, Akolyten und... Okay. Ein Basi, Akolyten und einen Teferi Master of Time. 4 Mana, 3 Marken, kann man zu jedem Runde kann man den aktivieren, also auch im Gegnerzug. Plus 1, zieh eine Karte, wirf eine Karte ab. Minus 3, eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren, phased out. Minus 10, man kriegt einen Extrazug nach diesem Zug. In fucking Foil. Das war ein Booster. Was zur Hölle? Ja, Bird. Na, okay, normale Insel sind hier auch drin. Island Mountain. Tommen Script in Foil. Weiß nicht schlecht. Quirion Dryad. War die nicht mal rare? Die war doch mal rare, oder? Ich meine, die wäre mal rare gewesen. Ah, strange. Die Ebenen. Die sind, naja. Ich dachte eher so U-Ebene, aber nee. Ich kann dem Artwork auch nichts abgewinnen. V2 Thorn of the Dust Grows in Full Art. Hier, doch Full Art. 3 Mana 1-3, immer wenn ihr Leben kriegt, verliert ein Gegner so viel Leben. Für 5 Mana kriegen eure Kreaturen Lifelink. Wenn ihr Commander spielt, Mono Black Commander, es gibt nichts einfaches als damit ein Commander Deck bauen. Und auch nichts günstigeres, meiner Meinung nach. Man braucht nur Sanguine Blood, glaube ich, ist die andere Version davon. Und dann hat man instant gewonnen, weil die eine Kombokarte ist der Commander. Wow, Containment Priest in Foil, 2x2/2 Flash. Was ist jetzt los? Ah, hier ist ein Traktor. Wir haben noch Traktoren? Egal. Containment Priest, 2x2/2 Flash, immer wenn ein Non-Token-Creature das Spielfeld betreten würde, das nicht gecastet wurde, exiliert ist.
Demonic Embrace. 3 Mana Enchant Creature. Die verzauberte Kreatur kriegt +3/+1 und fliegend und ist ein Dämon. Und man kann die aus dem Friedhof casten, indem man 3 Leben bezahlt und eine zusätzliche Karte abwirft. Das ist gut. Das ist eine saugute Karte. Das ist wirklich eine gute Karte. Basri Akolyt, den hatten wir doch gerade eben schon mal. Upf, was zur? Nicht euer Ernst! Alles da. Teferi, Master of Time. Was? Was? Ja, Teferi ist Prodigy und... Was? Lilianas Dender Bearer. 3 Mana 3, 1 Flash. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, zieht ihr X Karten, wobei X die Anzahl an Kreaturen ist, die in diesem Zug unter eurer Kontrolle gestorben sind. Wow, okay. So, kommen wir dann zum nächsten Booster. Also, 2 Booster in, 2 Teferi in, 3 Planeswalker. What the fuck ist mit diesen Boostern? Swamp, Blow, Trashing Pronto, ich mag die Karte. Fierce Empath. Okay, der war aus Aufmarsch. Ist jetzt Modern Pioneer legal. Nicht schlecht, natürlich Standard. Mountain. Der Mountain ist hingegen echt hübsch. Also der Mountain ist wirklich hübsch und mit dem Feuer. Ich bin normalerweise nicht so der Mountain und Chandra Guy, aber jetzt gerade zu dem Chandra Spellbook, was ja auch rausgekommen ist und mit dem Feuer. Das ist nice. Dann haben wir ein 9 Lives. 3 Mana Enchantment mit Hexproof. Und man verhindert jeden Schaden, der in diesem Zug... Nee, wenn eine Quelle dir zu Schaden zufügen würde, wird der Schaden verhindert. Und da liegt ein Life-Incarnation-Counter drauf. Wenn da 9 oder mehr drauf liegen, wird das exiliert. Wenn es das Spielfeld verlässt, hast du das Spiel verloren. Flavor-wise, geile Karte. Dann haben wir einen Garruk Unleashed. Was zur Hölle? 4 Mana, 4 Loyalties. +1, eine Kreatur kriegt +3/+3. Ein Trampel bis zum Ende des Zuges. -3, man kriegt einen grünen Beast-Token. Und dann, wenn ein Gegner mehr kontrollieren... Mehr Kreaturen kontrolliert als ihr, kriegt er wieder einen Loyalty-Counter. Dann kostet die Fähigkeit praktisch nur 1. Und -7, man kriegt ein Emblem, wo man zu Beginn des Endsteps das Deck nach einer Kreaturenkarte durchsuchen kann und aufs Feld legen kann. Uff, das ist gut. Dann Jorel Manuvlal Recluse. Irgendwas. 2 Mana, 1, 2, immer wenn man den zweiten die zweite Karte in jedem Zug zieht, kriegt man eine grüne Katze. Und für 6 Mana kriegt gegen alle Kreaturen, die ihr kontrolliert, XX, wo X die Anzahl an Karten in eurer Hand ist. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Halt in grün sehr strange, aber nicht schlecht. So, Basri Akolyt, mal wieder. Und Solomon's Monachrom, oh mein Gott, bist du hübsch. 4 Mana, 2, 2, wenn es ins Spielfeld kommt, kann man den Deck nach dem Standardhand durchsuchen, das getappt ins Spiel bringen und man, wenn es stirbt, zieht man eine Karte. Basri Akolyt, also die Karte liebt uns. Was kann die überhaupt? 4 Mana, 2, 3 Lifelink, wenn man ins Spiel kommt, legt eine +1 Marke auf 2 andere Kreaturen, die überhaupt, nee. Und, oh mein Gott, was bist du? Scavenging Ooze, 2 Mana, 2, 2, man exiliert für ein Grün, ist eine Karte aus dem Friedhof in Full Art. Ach du Kacke, wie geil. Vor allem, weil dieses Full Art hier oben komplett weitergeht und nur hier unten dieser Rahmen drin ist. Wenn ich das mal vergleiche mit so einer... Ah, Solomon hat das auch. Okay. Also es sind diese komplett Extended Arts. Nicht... Full, nee, das sind Full Arts, Extended Arts. Oh, so viele verschiedene Versionen von Karten. Ich bin einfach nur verwirrt. Ja, tun wir mal hier. Weg damit. So, Goblin Wizard, mein Lieblingstoken tatsächlich aus dem Set. Ach, das hier hat das eine Textbox, okay. So, da haben wir den Sumpf. Ich habe keine Ahnung, was meine Ordnung war. Der Sumpf ist... Ich mag dieses Lila nicht. Tatsächlich. Und wir haben einen Spore Web Weaver. 3 Mana, 1, 4 Reach, Schutz vor Blau. Und immer wenn dem Gegner Schaden, wenn die Schaden zugefügt kriegt, kriegt man ein Leben und ein 1-1 Subrolling. Stimmt gut gegen Okus. Glorious Anthem. Jetzt wo Crusade nicht mehr da ist, müssen wir Glorious Anthem drucken. 3 Mana, Enchantment, alle Kreaturen kriegen +1/+1, so alt wie die Ewigkeit selber gefühlt. Aber diesmal ein echt schönes Artwork mit den Engeln. Scavenging Ooze, der normale. Okay. Teferi's Prodigy. Ach, das ist so einer. Contrain Priest. Oh mein Gott. Contrain Priest. 2 Mana, 2/2 Flash. Immer wenn ein Non-Token Creature unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt, das nicht gecastet wurde, wird es exiled. In Full Art.
Oh, geil. Ich liebe ja die Karte so sehr. Gohan, ich liebe auch dies hier. Ich finde das mit dem Ding total lustig. Ja, also die ersten zwei waren exciting. Der dritte war okay. Und der vierte war jetzt so ein bisschen mehr Stinker. Gucken, ob wir wieder on track kommen. Gucken wir, dass wir wieder on track kommen. Zombie, Korps. Ich finde das so ätzend. Schock. Forest. Der Forest ist immer noch ganz okay. Immer noch ganz okay. Dann haben wir Heroic Intervention in... Wow, Extended Art. Nicht Full Art, Extended Art. 2 Mana Instant Permanence You Control Get Hexproof and Indestructible. Also Unzerstörbarkeit und Hexproof. Ich weiß nicht, was Hexproof Deutsch heißt. Und... Oh. Fiery Emanzipation? Emanzipation. Wow. Wow. Nee. 6 Mana Enchantment, wenn eine Quelle Schaden zufügen würde an einem, den du kontrollierst, an einem Spieler oder einem Permanenten, wird der Schaden getrippelt. Wow. Das ist krass. Den wollte ich haben. Spark Hunter Masticore, 3 Mana 3-4. Wenn der gecastet wird, muss man zusätzlich gerade einen Handcard abwerfen. Er hat Schutz vor Planeswalker. Minus 1, er fügt einem Planeswalker einen Damage zu. Minus 3, er kriegt Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Den wollte ich unbedingt haben. Am besten noch ein zweites Mal. Basris Akolyt, der liebt uns auch. Ich dachte gerade, als ich das Tiferi gesehen habe. Tiferi's Ageless Insight, 4 Mana. Wenn man eine Karte zieht, außer die erste in einem Zug, zieht man 2 Karten. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. Tiferis Prodigy. Basria. Von den Basri-Akolyten haben wir, glaube ich, mittlerweile mehr als ein Playset. Ich würde ganz gerne den Basri ziehen. Das wäre natürlich heiß. Aber der Basri-Akolyt ist natürlich schon mal ein Anfang. Plains. Riddle Form. Das ist die Ebene. Die Ebene, wie gesagt, finde ich überhaupt nicht hübsch. Und Radar, Heart of Kel. Ich glaube tatsächlich, dass das so eine Sleeper-Karte ist. Gerade für Modern oder Pioneer. 3 Mana 3-3 und solange es euer Zug ist, hat sie Erstschlag und man kann die oberste Karte seines Decks angucken und wenn es ein Land ist, kann man sie spielen. Das ist stark, gerade in Rot-Grün-Strategien. Und für 6 Mana kriegt die plus X, wobei X die Anzahl an Ländern ist, die man kontrolliert. Das heißt, früher oder später reißt man mit der einfach die ganze Zeit rein und sie hat Erstschlag und ist riesig und der Gegner muss sich was überlegen. Oh mein Gott, Azusa Lost But Seeking in Extended Art Foil. 3 Mana 1-2, man kann zusätzlich Länder spielen. Als ich die im Modern gespielt habe, durfte ich meinen Blumentiten auch noch spielen. Was? Man kann 2 Foil Full Arts ziehen? Vito Thorn of Duskrose, 3 Mana 1-3, hatten wir schon. Liliana Stewart, Liliana Devot. Liliana Standard Bearer. Wenn hier jetzt eine Liliana ist, dann wird natürlich lustig. 3 Mana 3 ins Flash. Hatten wir auch schon. Chandras Pyroling? Chandras was? Was? Okay. Mal gucken. Ein Engel. Der ist hübsch. Der ist hübsch. Ich finde das ganz cool, dass die Token da rausgucken. Ich finde es auch intelligent gemacht, dass sie die Token nach vorne getan haben, nachdem halt die ganzen. Hier so diese Einschläge haben. Hier, die hat er oben sogar richtige. Alter. Ja. Return to Nature. Nicht bad. Wall of Ruins, Realation, Swamp, Sanctum, Seasoned und der Forest. See the Truth. 2 Mana Sorcery. Man guckt die obersten 3 Karten des Decks an, nimmt einen davon auf die Hand und die anderen unter das Deck. Also einen. Antizipizieren, halt als Sorcery. Und wenn man den von irgendwo anders außer der Hand gecastet hat, nimmt man alle 3 Karten auf die Hand. Das heißt, wenn es ein Flashback gibt oder ähnliches. Nein, Life in Foil. Naimbi ist der Dead Speaker. 2 Mana 2-1 Flash. Wenn sie ins Spielfeld kommt, kann man eine Kreaturzug auf die Hand nehmen. Wenn man das macht, also auf die Besitz, die wir selber kontrollieren. Wenn man das macht, kriegt man Leben in Höhe der Mana-Kosten. Für 3 Mana tappen kann man eine legendäre Kreatur abwerfen und 2 Karten ziehen. Richtig gute Karte tatsächlich. Teferi's Prodigy, Basri Solidation, ich sehe es schon. Ich sehe, oh mein Gott. Hi. Na du Hübsche. 4 Mana, 4-4.
plus 1, jeder Gegner wirft eine Karte ab, jeder Gegner, wer das nicht kann, verliert 3 Leben, jeder Spieler wirft eine Karte ab. Minus 3, eine Kreatur kriegt minus x, minus x, wobei x die Anzahl an Karten im Friedhof sind, und man mit minus 7 kriegt man ein Emblem, wo man, wenn zu Beginn des Combats, kann man eine Kreatur aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen, sie kommt Eile. Garuk's Uprising und oh mein Gott! Ugin the Spirit Dragon in dem anderen Artwork in Foil. Wow. Ja. Was ist das? Ich bin so hart verwirrt von diesen Boostern. Was ist das? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja absolut Wahnsinn. Sanctum of All, was bist du denn? 5 Mana, ein Wuburg. Legendary Enchantment Shrine. Zu Beginn des Upkeeps kann man dein Deck und Friedhof nach einem Shrine durchsuchen und sie ins Spiel bringen. Danach mischt man sein Deck, wenn man das durchsucht hat. Wenn ein Shrine Ability triggert, wenn du 6 oder mehr Shrine kontrollierst, die Ability triggert nochmal. Okay, nicht schlecht. Barin Tolarian Archmage. Das Artwork kenne ich irgendwoher. Ist das nicht von damals aus Urza-Block irgendwas gewesen, der Typ? Er hat auf jeden Fall was mit Tolarian zu tun. 3-2-2, wenn er ins Spielfeld kommt, bringt man eine andere Kreatur oder Planeswalker auf die Hand des Besitzers zurück. Zu Beginn des Endsteps, wenn ein permanentes auf die Hand zurückgenommen wurde, zieht man eine Karte. Nicht bad. Thief's Guild Enforcer. 1-1 Flash. Immer wenn der oder ein anderer Rogue ins Spielfeld kommt, muss jeder Gegner 2 Karten millen. Solange jeder 8 oder mehr Karten im Friedhof hat, kriegt der plus 2 plus 1 und Death Touch. Liliana's Dirt, Tefris Turtledge, Garuk Unleashed. In. Wow. Hübsch. Richtig hübsch. Und oh mein Gott, Cultivate. Das ist eine Commander-Karte, die habe ich damals gespielt. Kodama's Reach in Bad. 3 Mana, oh, ist die hübsch. Aber die ist rare. Ah ja, die wurden hochgepaart von der Rarity, ja. Ja. Und Terry Ageless Inside. Ist immer, wenn du hinten den Foil und dann siehst du oben dieses Teferi oder Liliana, das ist ziemlich mies, dass sie das so gemacht haben. Einfach nur, weil es halt so tut, als ob. Und so tun, als ob, ist immer mies. So, noch eine Insel. Kirev the Spiteful. 4-3-2, andere Kreaturen kriegen minus 1 minus 1. Die Textbox ist auch geil. Was zur Hölle? Das ist unser dritter Theferi. Hooded Blightfang. Die ist cool. 3-1-4 Death Touch. Immer wenn eine Kreatur mit Death Touch angreift, verliert jeder Gegner ein Leben. Du kriegst ein Leben. Und wenn eine Death Touch Kreatur am Planeswalker Schaden zufügt, wird der Planeswalker zerstört. Teferi's Prodigy. Oh. Was war das? Scavenging Ooze in Full Art, Non-Foil. Okay. Teferi's Prodigy und noch ein Cultivate. Okay. Aber auch das in Foil. Ah, jetzt bin ich aber so richtig heiß. Jetzt will ich das aber auch wirklich, wirklich wissen, was hier noch so alles von uns lauert. Beast. Shrine. Und ein Packleader. Wunderschöne Karte. 2-2. Andere Hunde kriegen plus 1 plus 1. Wenn er angreift, verhindert man einen Kampfschaden, den Docs zugefügt wird. Würde. Basri Cat. Ja! Den brauchte ich. 3-3 plus 1. Man legt 1 plus 1 plus 1 Marke auf bis zu einer Kreatur. Sie kriegt unzerstörbar zumindest des Zuges. Minus 2. Wenn ein oder mehr Non-Token Creatures angreifen, kreiert man einen 1-1 weißen Soldier Creature Token, der mit angreift und tappt und getappt ist. So. Und für minus 6 kriegt man ein Emblem. Zu Beginn des Combats kriegt man eine 1-1 Soldier Token. Dann legt man eine plus 1 plus 1 Marke auf jede Kreatur, die man kontrolliert. Das im Death and Hawks. Ich hab Bock. Temple of Epony ist der erste Tempel, den wir ziehen, wo? Bisschen schade, ich mag die Tempel. Oh, ich sehe schon. Contain Priest Number 2. Liliana Stewart, wenn ich dieses Lilianas da vorne gesehen habe. Was zum. Ist das? Was ist das? Was ist das? Was sind das für Packs? Full Art Foil Lilianas. Wow, vorletztes Pack. Ich bin.
super hart geschockt. Also wenn die alle so sind, geht der Value von den Karten richtig hart runter. Freut mich natürlich als Spieler, aber was ist das? Was? Wow. Mountain, Speaker of Heavens. Was bist du denn? Einmal als 1 fliegen, Gleifling, tappen, man kreiert einen 4-4 fliegenden Engel. Kann man nur machen, wenn man 7 mehr Starting-Leben hat. Okay. Hooded Blightfang and hübsch. Idol of Endurance, 3-Mana Artefakt. Wenn es ein Spiel führt, exiliert man alle Kreaturen, Mana kosten 3 oder weniger aus dem Friedhof, bis das Spiel verlässt. Mit 2-Mana tappen kann man eine Kreaturenkarte aus dem Ding casten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Basri Akolyt, Basri Solidarity und Basri Leutnant und 4-Mana 3-4. Wachsamkeit, Schutz vor Multifarben. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man eine +1/+1 auf eine Kreatur, die man kontrolliert. Immer wenn eine Kreatur, die ihr kontrolliert, stirbt, mit einer +1/+1 Marke, kreiert ihr einen Weißwein 1-1 Knight. Und Basri. Oh, Teferi Trulic. Und Basri. Oh, Basri Akolyt. Ja, letztes Booster. Ich bin jetzt am Ende richtig hart durchgerusht. Heilige Scheiße. Es tut mir leid, dass es. Oh mein Gott, dieser Hund. Es tut mir leid, dass ich so verfluche. Aber wow, einfach wow, Swamp, da ist der andere Tempel. Mehrantrakt, was ist denn heute los? Double Vision, in Extended Foil, 5 Mana Enchantment. Immer wenn ihr den ersten Instant oder Sorcery Spell castet, wird er gedoppelt. Ruined Halo, der war mal arschteuer. 2 Mana 2-2, wenn ihr ein Spiel bekommt, sagt man eine Karte und man hat Schutz vor dieser Karte. Chandras Magmut, Cultivate in Non-Foil, Full Art. Chandras Incinerator, 6 Mana 6-6, dieser Spell kostet einen X weniger. Wobei X die Anzahl an Damage ist, die er mir Gegner zugefügt hat. Das ist nicht schlecht. Mit Trampel. Und wenn eine Quelle Non-Combat Damage zufügen würde, fügt der nochmal so viel Schaden zu. Nee, nur dann Schaden zu Tag Creature of Planeswalker. Das heißt, man kann das sogar splitten. Das ist geil. Lilianas Devote. Und unsere letzte Karte ist Chandras Magmut. Ja, ich bin geflasht, Leute. Diese Teile sind aktuell richtig Gold wert. Das ist super krass, heilige Scheiße. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.